Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Drillbericht. Noch 16 Tage bis Ostern. Heute schauen wir uns eine Person an, von der wir fast nichts wissen. Sie findet sich im Neuen Testament und man hätte genauso gut auswählen können den Rufus, den Ampliatius, Urbanus oder die Tryphosa. Aber heute geht es um Junia. Warum? Weil sie im Lauf der Kirchengeschichte wichtig geworden ist. Sie war eine Person, die in der alten Kirche meistens als Frau bezeichnet wurde. Ganz herausragend ein Kommentar eines berühmten Bischofs, der im Jahr 407 gestorben ist und in Konstantinopel gewirkt hat. Es war Johannes Chrysostomus. Der schreibt in seinem Römerbrief Kommentar: Wie groß ist die Tugend dieser Frau, dass sie würdig gewesen ist, Apostel genannt zu werden. In dieser Tradition feiert die griechisch-orthodoxe Kirche weiterhin den Namenstag der Apostolin Junia am 17. Mai und zwar jedes Jahr. Die Sache ist, der Frauenname Junia, der ist mindestens 250 Mal belegt in der Antike. Der dazu passende Männername Junianus, da passt die Akkusativform nicht. Und der dazu passende Männername Junias, den hat man nirgendwo in der Antike gefunden, dass dieser Name überhaupt existiert. Aber seit dem 13. Jahrhundert in der lateinisch sprechenden westlichen Kirche hat es sich so ergeben, dass man Junia für einen Mann hielt. In dieser Tradition hat auch Martin Luther seine Bibelübersetzung übersetzt und aus der Junia den männlichen Junias gemacht, obwohl schon in der historischen griechischen Ausgabe des Neuen Testaments vom Erasmus von Rotterdam die weibliche Form erschienen ist. Und in den wissenschaftlichen Textausgaben des Neuen Testamentes war es bis zum Jahr 1927 so, dass die weibliche Form erschien. Danach nicht mehr. Hatte wesentlich mit den Exegeten zu tun, die sich das nicht vorstellen konnten, dass es eine Frau war. Erst die feministische Theologie hat das wieder herausgearbeitet, was ich eben in aller Kürze skizziert habe, sodass in den wissenschaftlichen Ausgaben des Neuen Testamentes erst wieder ab 1998 die weibliche Form erschienen ist. Und das heißt, sie war eine Apostolin, eine Gesandte, eine aus der ersten Gemeinde. Und irgendwie hat das im Lauf der Geschichte den Männern nicht immer so gefallen. Schade, sehr schade. Deswegen ist es gut und richtig, dass heute in der Kirche Frauen Verkündigungspositionen haben, das Wort verkündigen und auslegen und damit die Gaben und Talente, die Gott ihnen geschenkt hat, in der Gemeinde, zum Wohl der Gemeinde, zur Entfaltung bringen können. Und deswegen heute meine Frage für die Zeit, die du mit Jesus verbringst: Für welche Frauen in dem offiziellen Dienst, sei es als Pfarrerin, Diakonin, Diakonisse oder Jugendreferentin oder Bischöfin, für welche Frauen bist du dankbar? Welche Glaubensimpulse hast du von ihnen bekommen? Zum Lesen heute Römerbrief Kapitel 16, die Verse 1 bis 16. Einen gesegneten Tag wünsche ich.